Gut, dann. Oh. Jetzt muss ich doch noch mal eine ganz kurze Kunstpause machen. Ich habe aus Versehen das falsche PowerPoint erwischt. Also Punkt 10 wollte ich eigentlich sagen und da lese ich gerade Guten Morgen DAX-Index. Mea culpa, mein Versehen. Nochmal 20 Sekunden Kunstpause, gleich geht's los. Es ist Punkt 10 am Mittwoch, dem 16. November 2016. Es meldet sich wie jeden Börsentag um 10 Uhr Berlin. Es meldet sich Admiral Markets. Jens Schonowski ist mein Name. Ich darf Ihnen wie immer die ersten einzelnen Minuten die Proforma-Dinge erzählen, die Titel vom Webinar, bevor dann gleich unser Daytrader des Tages am Mittwoch immer der Heiko Behrendt übernehmen wird. Volks und CFD ist täglich, jeden Tag ein Trade. Hier tradet Deutschland, beteiligen sich aktiv am Webinar. Alles das und noch viel, viel mehr gleich in den nächsten 15 bis 20 Minuten. Zu Beginn immer Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Ihre Strategie nicht aufgeht, Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger. Execution only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch mal etwas falsch gemacht und ich mache noch mal eine Kunstpause. Also irgendwie scheint heute der Wurm drin sein. Ich habe die Übertragung noch nicht gestartet. Irgendwie, weiß ich nicht, ich habe lang genug geschlafen, keine Ahnung. Also noch mal eine Kunstpause, 5 Sekunden, dann starte ich noch mal. Mea culpa, ich bin schuld. Buß- und Bettag ist heute, ich habe jetzt was zu bußen. Also gleich geht's wirklich los. Schönen guten Morgen. Es ist der 16. November 2016. Hier meldet sich Berlin. Hier meldet sich Admiral Markets. Jens Schanowski, ich grüße Sie. Forex und CFD ist täglich. Jeden Tag ein Trade. Die Trading-Idee des Tages. Das ist es heute. Am 16.11. Buß- und B-Tag auch. Das nur nebenbei ist. Grüßt Sie Berlin, wir legen direkt los. Zu Beginn natürlich immer bei Admiral Markets der Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFD. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto und machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen allgemeine Marktausblicke, wir entwickeln Trading-Ideen, wir screenen den Markt, wir können Ihre persönliche Situation dabei aber nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis finden Sie auf der Webseite zum Nachlesen, hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Insbesondere bei Punkt 10 also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders zu werfen, mit ihm zusammen die Märkte zu screenen, ihm Fragen stellen zu können und so weiter und so fort. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben das jeden Börsentag. Heute ist Mittwoch, deswegen ist gleich der Heiko Behrendt dran. Ansonsten, wenn es Ihre Zeit erlaubt, auch mal Jochen am Donnerstag zuhören oder Freitag den Dirk oder Montag dem Thomas oder Dienstag dem Costa. Hier tradet der deutschsprachige Raum. Wir sind jeden Börsentag parat. Jeder Trader hat einen anderen Stil, nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Also mal den anderen über die Schulter schauen, man wird bestimmt nicht dümmer. Reden ist Gold, wir haben etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare diese Woche für Woche bei uns bekommen können. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, über den eingeblendeten Link können Sie sich gerne auch noch anmelden. Ja, und wenn Sie Forex und CFDs traden möchten, spricht vieles für Admiral Markets. Wir sind bester Forex-Broker 2016, bester CFD-Broker 2016, sagen mehrere Quellen in Deutschland, zuletzt brokervergleich.de, davor das Deutsche Kundeninstitut. Einige Gründe, warum das wohl so ist, sehen Sie eingeblendet und die Details dazu natürlich auf admiralmarkets.de. Und wenn Sie 1:1 mit uns sprechen möchten, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice unter der eingeblendeten Nummer erreichbar oder per E-Mail oder YouTube oder Facebook, viele Kanäle, die zu uns führen. Sorry, dass ich eben ganz kleinen Fehler gemacht habe, ich habe deswegen nochmal angesetzt, aber dafür jetzt der Profi Heiko Behrendt, der niemals Fehler macht hoffentlich. Also leg los, rock den Markt, Heiko Behrendt, du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Ja, herzlich willkommen da draußen. Rüber geht's auf meinem Bildschirm. Ich habe gerade einen Trade laufen. So, wir machen das mal. So, bin ich auf dem richtigen Bildschirm. Ja, gut. Gut, also ich habe gerade einen Trade laufen. Im
im DAX. Und der Trade läuft als Unterstützung. Wir gehen direkt unter dem 1-Minuten-Chart. Da sieht man jetzt, wie der Trade hier läuft. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass der Markt heute relativ schwer ist zu handeln. Wir sehen hier Unterstützung bei 10, 7, 19. Ich schiebe das Bild jetzt mal ein bisschen zusammen. Und wir sehen, oder wie man eigentlich sehr gut jetzt sieht, ist, dass der Markt sehr, sehr stark verschachtet ist. Also wer sich hier mal die 1-Minuten-Kerzen hier anschaut, ja, ist natürlich absoluter Horror. Und was hier eigentlich immer hilft, auch um auch Positionsgrößen zu bestimmen oder auch das Trading vielleicht ein bisschen harmonischer zu machen. Die Sache ist jetzt die, vielleicht, also wie gesagt, bitte nicht nachmachen, es geht jetzt so ein bisschen um Demonstrationszwecke. Der Markt läuft live, ich kann den aber jetzt live nicht beeinflussen. Ja, also das jetzt da irgendwie, sage ich jetzt mal, als Vorführeffekt da, was, na, dass ich da ein extra Beispiel dafür raussuchen kann. Also, wir sehen jetzt, oder ihr seht, dass der Markt jetzt sich hier um die 5, 6 Punkte hin und her schwankt. Und ich kann es nur empfehlen, wenn man sowas sieht, auch wie jetzt hier, dass der Markt, ich muss mal wahrscheinlich ein bisschen schneller reden, wenn der Markt so stark hin und her schwankt, wie in diesen grünen vier Rechtecken, sorry, eingezeichnet, ist es oftmals so, dass man ja jetzt hier zum Beispiel schlecht, oder wenn der erste Entry schlecht ist, dann kommt man meistens nicht wieder gut raus, weil der Markt einfach zu stark schwankt. Von daher meine Empfehlung, also bitte das immer ans Portfolio angepasst, also ob man jetzt mit 1 CFD, 0,5 und so. Das heißt, ich mache es gerne so, ich mache jetzt nur aus Demonstrationszwecken Folgendes. Ich habe jetzt an der Unterstützung gekauft und leicht über der Unterstützung gekauft. Wir haben die Unterstützung jetzt gerade gebrochen. Der Markt pendelt aber recht stark hin und her. Ich habe die Position im Verlust aufgebaut. Jetzt sagen andere, oh Gott, ich habe ja im Buch gelesen, im Verlust niemals nachkaufen. Aber wenn der DAX jetzt einmal hochgeht, einmal ein bisschen runtergeht und wieder hochgeht, dann kann es durchaus sein, dass ich durch dieses Nachkaufen, und wichtig, das Nachkaufen muss zum Risiko-Money-Management passen, kann es sein, dass ich mit dem ersten schlechten Entry gut fahre, mit dem zweiten Entry besser fahre. Mein Durchschnittskurs liegt jetzt bei 10.722 Punkte, also hier ist mein Durchschnittskurs. Das heißt, ich habe, wichtig, immer zum Risiko- und Money-Management muss es passen, also nicht Nachkauf und Verlust. Also wer original als Beispiel mit 5 handelt, der muss halt die Position splitten auf 2 als Beispiel. Ja, also mal 2 handeln, mal 3 handeln. Ja. Vorteil ist halt, dass wir in diesen kleinen Mikroschwankungen, denn durch dieses, ich sage jetzt mal so ein bisschen diese Schrotflintentaktik, durchaus nochmal in den Gewinn kommen können. Und wenn es mal wirklich gut läuft, als Beispiel wie hier da, wie hier vorne, dass der Markt wirklich plötzlich dann nochmal 2 Minuten nach oben schießt, dann können wir an der Stelle einen richtig guten Gewinn machen. Klar ist aber auch, ich muss mich trotzdem auch normal ausstoppen lassen. Also wenn ich jetzt sage, gut, bei 10 CFDs, 20 Punkte, ich habe 200 € Risiko, dann muss ich mich halt auch ausstoppen lassen, wenn es halt nicht so läuft. Also es ist wichtig, dass man das immer sieht im Sinne eines Aufbauen einer Position, die zum Risiko passt. Also wie gesagt, wer mit 5 handelt, muss runtergehen auf vielleicht 4 mal 1 CFD. Ja, jetzt testet der Markt hier seinen letzten Punkt, also das Ausbruchsniveau testet er. Wir sehen, der Markt geht ganz schnell runter und wieder hoch. Das heißt, wer sowas sich hier in so einem Tickchart anschaut, der sieht, wie schnell der Markt halt 5, 6 Punkte fällt, wieder hochgeht. Und jetzt muss man natürlich schauen, ob die Struktur jetzt als solches dann entsprechend so weit nach unten führt, dass man den Gesamttrade dann auch aus. Also ich lasse mich auch ausstoppen, aber wenn mein Szenario als solches immer noch aktiv ist, dann ist es bei mir so, dass ich auch durchaus sozusagen über Umwege versuche, den Trade aufzubauen und dann das Teil sehr oft noch ins Plus bekomme. Wichtig ist immer das Risiko berechnen. Also ihr könnt das ja auch berechnen. Wir machen es jetzt mal an dem Beispiel mit minus 200 €, wie gesagt, das ist nur eine Beispielsumme. Ihr könnt das Ganze oder wir können das Ganze auch in Punkten rechnen. Ich rede jetzt einfach mal. Also ich hätte jetzt hier sogar die Möglichkeit, sogar noch eine Position aufzubauen. Also ich trade prinzipiell mit 3 Positionen. Und wir schauen jetzt mal, wie gesagt, ist ein Versuch jetzt. Also das heißt, die Idee jetzt dahinter wäre, ganz klassisch wäre jetzt, ich
ich tue jetzt einfach nochmal einen kaufen. Die Idee dahinter ganz klassisch wäre folgender Verlauf jetzt aktuell. Ich muss das hier mal ein bisschen anpassen. Also ich lasse mich hier unten ausstoppen, das wird ein bisschen mehr wie minus 200 werden, aber ich kann jetzt reden und gleichzeitig traden ist dann immer ein bisschen schwer. Also es geht jetzt darum, was hat der Markt jetzt gemacht, damit man das ein bisschen sieht. So, ich zeichne das Ganze mal. Wie gesagt, wir haben eine Seitwärtsrange hier gesehen, denn dieser starke Abverkauf, dann wieder nach oben, dann wieder Abverkauf, jetzt wieder nach oben, Seitwärtsrange, kurz nach oben. Ein bisschen so. Das heißt, der Markt steht jetzt genau hier an diesem letzten Punkt 2. Da steht er dran. Ja? So. Der Markt sollte bei dem ersten Entry direkt kurzen Rücksetzer machen und direkt loslaufen. Jetzt ist er ein bisschen nach unten gefallen. An der Unterstützung habe ich nochmal eine Position gekauft. Also hier ist er auch nicht nach oben gelaufen. Und wenn er jetzt hier das als Pullback gemacht hätte und jetzt über 10.710 wieder eindeckt, also vorher ist er ja auch schon hier hochgelaufen, dann wäre das der dritte Entry. Also hier, so Position 1, 2 und 3. Und Ziel ist es, in Summe trotzdem von noch einer Long-Bewegung zu partizipieren. Wir schauen jetzt mal auf den Trade, der wie gesagt wichtig ist, dass man das als Summe sein Gesamtrisiko berechnet. Und wie berechnet man das? Wie gesagt, ich lasse das jetzt einfach laufen, weil ich kann jetzt da, wenn ich jetzt noch trade, ist die Zeit sowieso gleich rum. Also wer jetzt als Beispiel, nehmen wir mal mein Beispiel, minus 200 Euro, als Beispiel minus 200 Euro, wie gesagt, das 200 Euro entspricht, jetzt muss ich mal selber rechnen, jetzt fällt mir, sagen wir mal, ich handle nur, ich handle mit 10 CFDs und mit 15. Ich habe eigentlich, also 200 ist eigentlich das Minimum. Jetzt muss ich mal gucken. Wir machen es mal rund. Wir machen minus 300. Da komme ich von der Rechnerei ein bisschen besser hin. Also mein normales Verlustrisiko bei minus 300 Euro. Das heißt, wenn ich dort 15 CFDs trade, kann ich ja ausrechnen, ist gleich durch 15 minus 20 Punkte. Ja, so, minus 20 Punkte. Ich tue das mal hier nochmal löschen. Ja, also minus 20 Punkte, also normalerweise hätte ich jetzt den Trade schon ausstoppen lassen müssen. Also der ist ja, ja, also minus 300 Euro, weil er jetzt nicht das macht, was ich erwartet habe. Das heißt, man muss immer auch ausstoppen lassen. Also minus 300 Euro mit 15 CFDs macht als Originalposition, ja, logischerweise CFDs macht als Originalposition 20 Punkte Stopp, minus 20 Punkte. So. Wenn ich jetzt aber nur einmal 5 handle, ja, dann könnte ich gleich minus 60 Punkte als Risiko fahren. Minus 60 Punkte. Da würde ich auch 300 Euro verdienen. Wenn ich zweimal 5 fahre, ja, zweimal 5 CFDs, also in Summe 10 CFDs, hätte ich minus 30 Punkte als Risikopuffer. Und ich würde, und dreimal halt, 3 mal 5 CFDs entsprechen halt gleich die minus 20 Punkte. Ne? Habe ich richtig gerechnet? Ja, minus 20. Also am Ende verliere ich immer minus 300 Euro. So, das ist mein Risiko. Und deswegen kann ich so einen Trade unter Wasser aufbauen, ohne dass ich mein Gesamtrisiko So, Heiko, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich hoffe, die anderen Teilnehmer hören mich. Wir haben ein kleines technisches Problem. Der Ton ist weg. Ich hoffe, ich bin zu hören. Den Heiko höre ich momentan noch nicht. Kann sich das ja auch entsprechend jetzt auf. Also, wir hatten leider 20 Sekunden Tonausfall.
Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht am allgemeinen Internet in Deutschland, wenn du die letzten 30 Sekunden nochmal wiederholst, weil alle haben uns nicht gehört. Okay, also ganz langsam nochmal, wie gesagt, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man einen Trade aufbauen kann. Wenn man jetzt ganz oben, wenn ihr nochmal ganz oben rechts schaut, erste Position nehme ich rein, ich habe theoretisch minus 60 Punkte Stop. Das heißt, selbst wenn der Markt jetzt hier nach unten fällt und dann wieder steigt, also diesen Umweg macht, den ich eigentlich gar nicht sehen möchte, aber wenn er den doch macht, kann ich hier eine zweite Position reinnehmen. Und das heißt, wenn da der Markt besser läuft, dann kann ich hier an dieser Stelle den Trade ganz gut beenden. Also ich kann hier überlegen, plus 1 und da nehme ich das Risiko mit und so weiter. Und das führt bei solchen stark schwankenden Märkten, die vielleicht keine saubere Struktur haben, so wie heute, sehr oft zu einem Vorteil. Nichtsdestotrotz ist immer wichtig, Gesamtrisiko ist immer wichtig, Gesamtrisiko muss stimmen. Und wenn der Markt dann seine gesamte Struktur verändert, also das heißt jetzt hier so ein bisschen abwärts wieder dillert, muss ich halt auch überlegen, wo ich denn den Trade beende. Also wir sind jetzt hier auch immer noch, wenn man jetzt das sieht, bei minus 150 Euro. Das heißt, selbst da bin ich jetzt von den 300 Euro noch weg. Aber die Trades sind jetzt so aufgebaut bei mir, dass jeder Trade hat 100 Euro Risiko. Das heißt, in Gesamtsumme, wenn ich jeden Trade ausstoppen lasse mit minus 100, wäre ich maximal 300 Euro würde ich jetzt verlieren. Aber das muss jeder Trader für sich selber herausfinden. Wie gesagt, das war jetzt eine Idee. Leider ist die Idee jetzt nicht aufgegangen. Und schön wäre es natürlich gewesen, wenn der Markt jetzt hier nach oben gekommen wäre, über den Umweg und wieder eingedeckt hätte, dann hätte ich hier eigentlich einen ganz guten Trade machen können. Tendenziell war der Trade bei 10,27 für mich okay, denn ich mache jetzt mal das Bild nochmal wieder groß, denn wenn man hier auf den 5-Minuten-Chart geht, war das eigentlich eine ganz gute Unterstützung, 10,27, die ich gekauft habe, die jetzt aber die letzten Minuten nun auch nicht gehalten hat. Vom Ausblick, den ich heute früher gemacht habe, passt es eigentlich soweit. Das heißt, man hätte vielleicht überlegen können, den Trade auch etwas früher ausstoppen zu lassen, um dann vielleicht hier unten wieder bei 10.700, das was ich heute als Unterstützungsbereich ja in der Morgen, im guten Morgen DAX gemacht habe, dass man da vielleicht den Trade wieder neu aufbaut, wenn man davon ausgeht, dass der Markt halt hier so hin und her pendelt. Ja. Gut, falls Fragen sind, ganz kurz, wir können ja heute überziehen ein bisschen, du hast ja ein bisschen später angefangen, ne Jens? Genau, einmal ein Lob. Die Marktanalyse heute Morgen war super. Vielen Dank dafür. Das war wahrscheinlich heute Guten Morgen DAX. SKS, Schulterkopf-Schulterformation, fragt ein Teilnehmer. Genau, das wäre das, was dahinter steht. Also das wäre jetzt über 10,27. Kann man das als SKS sehen? Ich würde es nicht als solches definieren, aber tendenziell, wenn ich hier in den 1-Minuten-Chart gehe, kann man das ungefähr als Schulterkopf-Schulter definieren. Es wäre für mich, ich selber schaue da nicht darauf, wie sich das verhält, diese Schulter, Kopf, Schulter, aber tendenziell wäre es, dass der Markt die 10,27 hätte halten sollen, weiter eindeckt, um dann ja das Ziel auf der Oberseite anzulaufen. Aber wir sehen heute einfach wieder keine Order im Markt, Optionsplay sozusagen von der Optionsseite, die da nur handelt. Stark überlappende 1-Minuten-Kerzen. Und wie gesagt, noch besser funktioniert das Ganze, wenn ihr zum Beispiel hier in dieser Vola nach der Eröffnung, wo der Markt 17 Punkte hin und her schnippt, wenn man dort einfach Trades aufbaut mit kleinen Take-Profits und 3-4 Positionen reinnimmt oder 2 Positionen reinnimmt, kann man da eigentlich ganz gut auch diese Vola abfangen. Das ist halt das, worum es da dabei geht, bei dieser Art des Tradens. Und ich und trotzdem denn ans Ziel geht, kann das einen. Bist du wieder da? Ja bei dem einen. 3 Sekunden warst du wieder weg. Schon wieder weg. 3 Sekunden nur. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also, wie gesagt, bei mir wird hier Soundqualität als sehr gut angezeigt. Also, von daher ist es echt komisch heute. Also, wenn ihr das, es soll nur eine Möglichkeit sein, wie ihr es machen könntet, also wie ich es mache. Und ihr könnt ja einfach mal überprüfen für euch, ob das vielleicht was ist im Skype Trading, also im kurzfristigen Trading. Aber nur, wenn es so aussieht wie heute. Also, ganz stark überlappende 1-Minuten-Kerze. Nur dann. So, ich bewege die Maus nicht mehr, Jens. Da
Daran wird es nicht liegen. Ich sage herzlichen Dank. Manchmal hat auch Internet in Deutschland Schwankungen. Das kann man leider nicht beeinflussen. Aber alles wird gut, alles wird besser. Wenn Sie möchten, heute um 15 Uhr Handeln mit Strategie, neues Webinar, 30 bis 50 Minuten. Wir werden uns jede Woche, also heute auch wieder, einen Indikator ausführlich und im Detail in Theorie und Praxis anschauen. Wenn Sie es noch nicht kennen, auf admiremarkets.de können Sie sich dazu anmelden. Donnerstags 15 Uhr eine neuere Webinarreihe von uns. Ja, und ansonsten hoffe ich, viele am Freitag und Samstag in Frankfurt zu sehen. Die World of Trading, WOT-Messe in Frankfurt am Main startet. Eine der wichtigsten Trading-Messen. Heiko ist auch mit dabei. Am Samstag zum Beispiel zusammen mit Jochen Schmidt auf der Hauptbühne. Macht einen tollen Vortrag. DAX von links nach rechts, von oben und nach unten. Zwei Trader, eine Meinung. Seien Sie gespannt, wenn Sie zur WOT kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Eine kostenlose Eintrittskarte können Sie auch über admiremarkets.de noch bekommen. Da in den Company News auf der rechten Seite können Sie da den Link bekommen für eine kostenlose Karte. In diesem Sinne, Grüße, Tschüss, Bye-bye und Schlusswort vom Heiko. Ja, also wie gesagt, das alles nur als Idee sehen. Ich freue mich natürlich, dass ich vielleicht den einen oder anderen mal persönlich auch kennenlerne. Ich bin Freitag und Samstag da, wie gesagt, mit Admiral auf der Hauptbühne. Ich freue mich jetzt schon und wünsche euch für den Trading-Tag heute noch ganz viel Erfolg. Und auch wenn ich glaube, dass der heute recht schwer zu handeln sein wird, in dem Sinne, euch viel Erfolg und tschö mit Ö.